Das sollte funktionieren, wa? Oh! Oh! Das war nicht auf N, das war ein Vorwärtsgang. Ich hätte einen Fuß verlieren können. So, dann hätte ich meine professionelle Fußballerkarriere an den Nagel hängen können. Auch blöd. Frisch bereift. Ja, wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde aus Weidemann. Hallo, alles fit bei euch? Ich hoffe doch. Ja, neue Woche, immer noch weiß hier. Und wir sind ja einmal mit unserem Weidemann unterwegs, denn ich muss noch einmal Heu verladen. Morgen sind noch Heulieferungen, die anstehen an Kundschaft. Das verladen wir heute schon mal, dann ist das morgen alles, ne? Hang loose, alles easy. Weil wir auch relativ früh schon ranfahren müssen, weil die nur bis 10 Uhr oder so da sind und wir müssen zwei Touren fahren. Dann bereiten wir schon mal Betten vor. Da vorne kommt Matthias auch schon mit dem 130er. Da hier noch ein bisschen Tiere sortiert. Haben wir mal einen Viehwagen weggebracht. Kommt mir gleich hinterher mit dem Ballenwagen und dann, ja. Aber wenn wir schon beim Thema los sind, das ist ja auch ein, ja, ansonsten Thema los. Es war nicht wirklich viel los, Leute. Der Winter hat uns hier doch voll im Griff. Nicht so schlimm wie in Süddeutschland. Ne? München war ja teilweise 45, 50 Zentimeter Neuschnee. Das ist schon ziemlich crazy. Also hier war es jetzt nicht ansatzweise so doll. Ich glaube, wenn man die Tage so ein bisschen zusammenrechnet, kommen wir vielleicht auf 10 Zentimeter, was an Schnee hier liegt. Man sieht also noch easygoing die Maisstoppeln rausschauen. Also so viel war das noch nicht. Es ist halt auch immer genug, dass du nicht wirklich viel anfangen kannst. Man hat noch nicht genug Frost auf den Flächen, dass sie irgendwie befahrbar sind, vielleicht für, ne, Knickpflege und so weiter. Das ist noch nicht gegeben, weil die Schneedecke hier auch relativ gut isoliert. Ne? Also im Boden selber ist noch nicht wirklich Frost angekommen. So. Und von daher kannst du da nicht viel anfangen. Ich kann nicht wirklich an den Maschinen weiter anfangen. Also ich habe jetzt noch 3 Trecker, die eigentlich noch mal eine schöne Wäsche kriegen sollen, bevor dann ganz Winter ist. So, aber bei Minusgraden kannst du halt auch schlecht Maschinen waschen. Musst du halt auch wieder warten. Nächste Woche dann, hoffentlich. Und ja, machen wir halt so ein bisschen Tüdelarbeiten. Also, jetzt sind wir auch schon angekommen beim Heulager. Mach einmal die Tür auf und dann filme ich dann einmal ein bisschen, wie ich hier das Heu auflade. Zack, zack. Dann komm zuerst du. Jetzt einmal du. Nice! Wer noch Interesse an Heu hat, ihr dürft euch gerne melden. Per E-Mail oder Direktnachricht bei Instagram oder über meine Internetseite. Irgendeinen Weg findet man schon. Ne? Ich wollte es nur mal vorher gesagt haben, weil, Leute, sieht jetzt hier ein bisschen gelblich aus, klar, weil die Sonne drauf scheint. Aber wenn wir rausziehen, das ist nice Heu. Da habe ich mich doch glatt erschrocken, Leute. Ich habe ein bisschen stürmisch aus ihrer Einfahrt raus. Naja. Da bist du wieder. Der Große ist zurück vom Kundendienst. Auch endlich mal wieder von vorne bis hinten durchgecheckt worden und Radio angelassen. Ja, und jetzt darf er gleich wieder mal Einsatz zeigen. Wir sind nämlich am Ausmisten, beziehungsweise gerade fertig geworden. Wir fahren jetzt hier einmal den letzten Wagen weg. Der Frost hat sich leider wieder verabschiedet. Ist nicht so schön. Hier oben wird es besser. Hier ist halt auch der Sandkopf, wo wir unsere kleine Miete hier anlegen. Aber gut, was willst du machen? Solange es jetzt nur eine Spur ist, im Frühjahr ist das wieder trocken und dann
kann man das einmal mit dem Haken durchziehen. Sesam, öffne dich. Ganz langsam und gediegen. Und schwupps. Diese Woche dreht sich es halt eher zum Großteil ums Ausmisten. Also wir haben jetzt einmal die Bullen ausgemistet. Ich werde die Tage nochmal einen Stall bei den Fersen ausmisten. Und dann muss ich noch einmal als Dienstleistung Mist fahren. Nicht für uns, ich soll da einfach nur den Transport übernehmen. Das haben wir noch vor und dann war es das diese Woche eigentlich schon. Ne? Also wie ihr merkt, es ist langsam Winterzeit, es wird langsam immer weniger, was zu tun ist, beziehungsweise ist halt auch viel so Bürokram. Ne? Ich guck mal, ob ich euch bei so einer Bürotätigkeit auch mal mitnehme und da ein bisschen was zeige. Aber ja, größtenteils ist halt, ist es langweilig. Ich meine, ich habe jetzt noch so ein paar Projekte vor im Winter, die ich noch umsetzen wollte oder jedenfalls schon mal anfangen wollte damit. Aber ja, es ist halt immer noch so dieses Wie. Ne? Man möchte damit anfangen, aber ich habe noch nicht so diesen Einstieg gefunden. Aber das werdet ihr als Erste mitbekommen, wenn es soweit ist. Erstmal müssen wir halt anfangen. Einen wunderschönen guten Morgen bei Mist Logistics, meine lieben Freunde. Ja, heute Morgen geht's beschissen weiter, aber nicht bei uns. Ich habe mir den 140er einmal geschnappt mit dem Krokodil. Das Krokodil, aka Schaufel mit Zange. Und wir fahren heute Morgen Mist. Nicht Mist für uns, sondern Mist in Dienstleistung. Nur von A nach B. Und dann nehme ich euch heute Morgen einfach mal mit. Nicht wundern, ich höre mich noch ein bisschen verkratzt an. Keine Ahnung, warum ich jetzt schon wieder Schnodderseuche habe. Ich habe es doch eigentlich erst hinter mir. Dann machen wir einmal beim Sport und dann fängt das hier schon wieder an. Ich darf nicht so viele böse Wörter nehmen. Und beim letzten Video waren das ein paar zu viele. Da musste ich tatsächlich Piepser einbauen. Das ist mir zu viel Extraarbeit. Das ist mal ein Haufen, ne? So. Ein paar Touren werde ich hier wohl fahren müssen. Das sollte funktionieren, wa? Ja, das ist schon Wahnsinn, Leute, ne? Was in dem Falle 4 Pferde, 4 oder 5, irgendwie so, in einem halben Jahr alles so zusammenscheißen, hätte ich fast gesagt. Ja, natürlich Misten bei Pferden ist immer noch ein bisschen was anderes wie Misten bei Rindern. Sehr, sehr strohig hier und einen sehr, sehr hohen Strohanteil. Ja, aber nichtsdestotrotz ist doch schon gewaltig, was da alles so zusammenkommt. Grüß dich. Schön Pferdemist laden, wie beim Hobbyknebel. Nur, dass ich das hier heute mit HW80 mache, also bin ich der Ossi-Knebel. Für schlechten Humor wird sich hier nicht entschuldigt übrigens. Na, das müsst ihr ertragen. Nein, sonst würde mal ganz viel Pferdemist vom lieben Hobbyknebel geladen. Falls ihr ihn noch nicht kennt, schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Ne, Hobby-Knebel. Ganz, ganz korrekter Dude. Ja, lasst mal gerne ein bisschen Support da oder ein Abo oder was weiß ich. Oder schöne Grüße von mir. Dürft ihr euch aussuchen. Den ganzen Mist, den knistern wir uns hier jetzt schön auf dem HW80 rauf. Bekommt man mal ein bisschen mehr mit als wie auf dem Miststreuer. Bekommt man immer ein bisschen mehr Mist mit wie auf dem Miststreuer. Liegt aber auch daran, dass der Miststreuer mit diesem Pferdestrohanteil liegt aber auch daran, dass man den Miststreuer mit so einem Pferdemist, der so einen hohen Strohanteil hat, nicht so doll vollladen darf, weil der schiebt dann. Ne? Da ist dann halt der Mist einfach viel zu trocken und ich kriege das durch den Streuer nicht durch. Bei dem Mist werde ich das auch so machen müssen, dass ich den Miststreuer dann wie so ein Sandwich belegen muss. Heißt, eine Lage feuchten Rindermist, dann das Stroh dazwischen, dann wieder Rindermist, dann das Stroh dazwischen, dann wieder Rindermist. Damit ich natürlich erstmal ein homogenes Ergebnis habe bei mir auf der Fläche, weil in diesem Pferdemist steckt ja nichts drin. Ne? Also es ist halt größtenteils Stroh, da steckt nicht wirklich Dampf drin. Stroh braucht sehr, sehr lange, um sich umzusetzen im Boden. Also dass da auch wirklich pflanzenverfügbare Nährstoffe draus werden. Ja, ist in der Form eigentlich eher nur nachteilig. Ne? Das ist halt das Schwierige, rottet auch nicht so gut durch. Deswegen muss man das halt immer noch so ein bisschen strecken, sage ich mal, mit Rindermist, dann geht das vom Streuen her auch sehr gut und man bekommt es halt gleichmäßig verteilt und man hat halt später auch nicht so eine Probleme mit Strohnestern, weil das ist das Nächste, wenn das Stroh dann hinten rausfliegt, dann ist das halt nicht so fein verteilt, sondern einmal in so einem Wuff Klumpen und dann kriegst du das dann nachher mit dem Grubber nicht auseinander und der Scheibenegge und auch du ärgerst dich einfach nur. Ne? Und wir können den HW80 natürlich auch gut vollknallen, ne? Weil das Zeug wiegt nichts. Ne? Da kann der wirklich brechend voll sein mit Berg, so wie jetzt. Steckt kein Gewicht hinter, Leute. So. Aber
Der ist voll fürs Erste. Aber ich sehe gerade, ich muss hier meine Schaufel einmal ein bisschen ausklopfen. Ja. Sollte gehen. Und dann geht's zu. Hängen wir die Karre einmal an und dann geht's los. Und bop. Oh. Das war nicht auf N, das war ein Vorwärtsgang. Eieiei, bis gleich. So, die Kiste ist voll, Fangmaul richtig verriegelt und wir legen los. Ja, meine lieben Freunde, während wir jetzt hier so einen schönen Ausflug miteinander unternehmen, oder Ausflug 1 von sonst wie viel, nutze ich mal die Gelegenheit, nochmal auf eure Fragen zu antworten. In meinem letzten Video hat es nämlich, wie soll man sagen, mächtig Kritik gehagelt für mich, ne? Von euch. Oder jedenfalls vom Teil von euch, aber es waren ja doch schon ein ganz Teil kritische Kommentare dabei und da möchte ich einfach mal drauf eingehen. Ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, mir so ein bisschen einen Kopf drüber zu machen oder das ein bisschen auf mich wirken zu lassen und muss sagen, dass eure Kritik völlig angebracht war. Ne? Genauer genommen ging es um das Thema Miststreuer waschen und ich habe meinen Miststreuer gewaschen, während ich den Kratzboden habe langsam laufen lassen. Ja, da war natürlich berechtigte Kritik dabei, dass man sich nicht in eine Maschine begibt, wenn sie läuft, weil man diese Maschine halt im Notfall nicht anhalten kann. Was ich auch nachvollziehen kann, ne, wenn ich mich jetzt tatsächlich mal in diesem Kratzboden verheddern sollte, dann ist keiner so schnell da, um mich da rauszuholen. Das stimmt. Vorab muss ich sagen, das rechtfertigt nichts, aber ne, mein Mitarbeiter war in der Nähe, hätte was passieren sollen, dann hätte ich rufen können und hätte es ausgemacht. So, aber nichtsdestotrotz hätte man sich trotzdem einklemmen können und ich hätte einen Fuß verlieren können. So, dann hätte ich meine professionelle Fußballerkarriere an den Nagel hängen können. Auch blöd. Dementsprechend, natürlich habt ihr recht. Ne? Und natürlich war es leichtsinnig. Ich konnte selber so ein bisschen drüber reflektieren, dass es doch eigentlich relativ doof ist. Ne? So, es ist halt irgendwie dieses Gefühl der Gewohnheit, was da vielleicht ein bisschen eingesetzt hat, weil man macht es ja schon seit Jahren so. Ne? Solange wir den Miststreuer haben, solange wasche ich den schon so und es ist halt noch nichts passiert. Und man denkt sich halt selber auch, man muss halt schon wirklich sehr, sehr blöd sein, sich da in diesem Kratzboden zu verkanten. Aber Missgeschicke passieren nun mal und Missgeschicke passieren auch den Besten. Ne? Da bin ich garantiert nicht frei von und dementsprechend verstehe ich eure Bedenken natürlich auch und nehme die natürlich auch voll an. Ne? Also das war das letzte Mal, dass ich das so gemacht habe, weil wenn man das erstmal so ein bisschen auf sich wirken hat lassen, dann merkt man doch schon, ja, ist ja doch irgendwie schon ein bisschen doof, was ihr gerade macht. Ne? Also ich kann mich an dieser Stelle nur bei euch bedanken, dass ihr mich halt auf diese Leichtsinnigkeit darauf hingewiesen habt oder mir das nochmal vor Augen geführt habt. Ne? Ich finde, Kritik ist immer angebracht hier. Solange sie halt wirklich sachlich ist und vernünftig rübergebracht wird. Ne? Ich habe schon mal gesagt, das könnt ihr gerne machen und ich wünsche es mir auch, solange ihr nicht schreibt, hier, Lennart, du bist hier allergrößtes A-Loch EU West und das ist dann Kritik, wo ich schon sage, muss nicht sein. Gut, das Thema hätten wir damit vom Tisch. Hoffentlich. Deswegen jetzt nicht in der Eiche hängen bleiben, das rumst nämlich ganz schön. Ich glaube, die Eiche gewinnt das Ding dann. Und genauso ist das hier nicht so schön mit dem Baum, aber ja gut. An dem HW80 ist eh nichts mehr dran, was man Lack nennen könnte. Also, wenn der so halb im Busch ist, dann ist das so. Übrigens, wenn wir jetzt schon über das Thema Lack reden, würde mich mal interessieren, Freunde, dass wir eine Frage an euch, an diejenigen von euch, die Traktorbesitzer sind. Wie seht ihr das eigentlich so mit Maschinen an Feldkanten? Sagt ihr, voll reinhalten oder doch lieber so seicht auf Tuchfüllung, also wie reagiert ihr da so auf Kratzer zum Beispiel? Ne? Weil ich sag mal so, ein schöner, kratzerfreier, gepflegter Traktor ist ja dann auch schön fürs Auge und wirkt auch so ein bisschen beruhigend. Ne? Aber nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite ist es auch eine Arbeitsmaschine, ne? Und hier keine Shishi-Pflegemaschine, weil ne? Da wird man mit denen ja nicht arbeiten. So, manchmal gibt es nur mal Ecken, wo du halt einfach durch musst, wo dann vielleicht mal so ein Ast ein bisschen doofe hängt. Wo man halt mal eben nicht so eine Kettensäge parat hat, um den einmal wegzuhauen. Ja, wie seht ihr das, Leute? Ne? Eher schon gepflegter Umgang mit den Maschinen oder sagt ihr, ja, Arbeitsmaschine voll reinhalten? Ne? Keine Gnade. Das würde mich nochmal interessieren. Bei mir ist so ein Zwischending, ich sag mal so, kleine Äste oder sowas finde ich jetzt nicht so wild.
Ne? Aber wenn du dann wirklich schon so einen richtig dicken Ast hast und du nachher wirklich, ja, schon so ein richtig so eine Schleifspur dann im Kotflügel siehst davon, dann denke ich mir auch, oh nee, das muss nicht sein. Das ist nicht schön und die Maschine verliert dann ja auch einfach an Wiederverkaufswert. Ne? Das Krokodil, schnapp. Egal was du hast, wir kriegen immer was ab. Ich weiß gar nicht, der Songtext so. Ah. Schnapp, mach das Krokodil, schnapp. Egal was du hast, Digga, gib ihm was ab. Ja, das klingt auch gleich viel besser, ne? Aber irgendwie hat sich die Imitation gerade mehr nach Udo Lindenberg angehört, ne? Sie spielt der Cello, jeden Tag in unserer Gegend. Ich bin versoffen in der Kneipe und fühle mich so öde. Text, Songtexte sollte ich schreiben auf meinem Quietschestuhl hier, ne? So Leute, das ist der Vorher-Nachher-Vergleich. Es ist noch ein kleiner Rest geblieben, aber ja, wegen dem bisschen soll man hier jetzt nicht nochmal extra herkommen. Ne? Das lohnt nicht. Ich kann euch jetzt mal ein Bild einblenden, den Vergleich, vorher, nachher. Ist schon ein bisschen weniger geworden, ne? Waren jetzt auch gute 5 Fuder, die ich gefahren habe, beziehungsweise Nummer 5. Und dann können wir hier auch einen Haken hinter machen, ne? Ja. Und ansonsten, Leute, an dieser Stelle würde ich dann noch einmal den Ankündigungslord machen. Ne? Ankündigungslord insofern, auf welches Programm ihr euch im Dezember noch gefasst machen dürft. Was ihr hier zu sehen bekommt. Und zwar, natürlich geht es mit den Farm-Vlogs weiter. Ne? Mal schauen, wie ich das zwischendrin eingebaut bekomme. Aber wir haben ein Spezial vom Feld in Planung, ne? Wo ich euch mal wieder mitnehme, wo wir die Felder latschen, wie jetzt gerade so der Zwischenstand ist. Kleiner Spoiler, schlecht. Es sieht schlecht aus. Nein, schlecht jetzt auch nicht, aber es ist halt alles ziemlich unter Wasser. Ne? Oh, ein abgewürgt hier. Und dann pünktlich zu Übergangszeit, Weihnachten, Neujahr, gibt es einmal Maschinenvorstellung Teil 1 und Teil 2. Ich denke mal, in zwei Teilen ist das alles so ein bisschen schicker erklärt, weil ich wollte zu den Maschinen, wenn ich sie so zeige, auch immer so, ja, falls vorhanden, auch Drohnenaufnahmen einblenden. Und ja, das wollte ich eigentlich auch noch im Dezember, vielleicht noch vor Weihnachten rauspowern, vielleicht noch einen zwischen den Feiertage. Maschinenvorstellung Nummer 1 und 2. Das soll jetzt auf jeden Fall noch im Dezember kommen. Mal schauen, es wird so vor Weihnachtszeit, denke ich. Aber mal gucken. Ich muss ja die super Kamerafrau wieder fragen, ob sie nicht so lieb ist und mich nochmal unterstützt. Und dann soll das alles laufen. Ne? Aber mal gucken. Ich denke, bin eigentlich positiver Dinge, dass ich das jetzt so die Tage schaffen sollte, weil ja, auf dem Hof ist jetzt auch nicht mehr so viel los. Ne? Wir machen ein bisschen hier, ein bisschen da, aber größtenteils, ne, es ist dann doch schon sehr entspannt und es ist Zeit für so Winterprojekte oder halt sowas. Ne? Und damit, meine lieben Freunde, verabschiede ich mich hier aus dem Schneeparadies bei euch. Hab mich sehr gefreut, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Like geben. Wenn ihr sonstige Anregungen oder Vorschläge oder auch Kritik habt, gerne einen Kommentar schreiben. Freue mich immer sehr drüber. Und ansonsten, ja, wenn ihr noch kein Abonnent seid, ich würde mich auch selber ein Abo freuen. Ne? Dürft ihr euch aber aussuchen. Ist nicht schlecht. Leute, bleibt gesund, so kurz vor den Feiertagen. Ne? Macht euch eine ruhige und besinnliche Zeit. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wiedersehen zu dürfen. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.